Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Live-Gefecht hier in Rouge mit dem Mr. Blade. Was geht ab? Und dem Mr. Snipe. Moin. Und Tim. Hallo. So, wir fangen dann direkt mal an. Ich hoffe, dass der Teamspeak hier halbwegs gut positioniert ist. Dass ihr auch wisst, wer wie redet. Die Leute haben ingame denselben Namen, beziehungsweise Tim heißt Rewe-Panzer, aber das passt, denke ich. So, es kommt hoffentlich kein Japo-Switch. Nope, sehr freundlich von ihm. Ja. Oh, Franzose. Ja. Ja, ich gehe auf Luftwaffe. Kann ich nicht ernst nehmen, wenn ich dich doppelt höre, Alter? Ja, so, jetzt sollte ich mich nicht mehr doppelt hören. Wenn du mich doppelt hörst, sagst du einfach dann, oh gut, wer geht auf Luftwaffe? Hast du auch gehört, endlich. Ja, ja, ich weiß, was ich alt gedrückt habe. Ich nicht. Franzose, du baust ich baue einen Siegfried und Artillerie, beziehungsweise gehe auf Nachschub, versorg uns auch gleichzeitig mit Lichten und irgendwer sollte auf Luftwaffe gut, Mr. Snipe geht schon. Es kann sein, ich gehe noch zur Unterstützung, weil ich habe den Briten auch gegenüber. Also großartig viel kann ich ja nicht machen. Außer Stucks bauen und vielleicht eine 8-8 oder so. Ich habe den Russen hier bei mir, mal gucken, wie das jetzt wird. Ich versuche den was weg zu snipen. So, Mr. Blade, du brauchst im Zweifelsfall vielleicht noch ein Tarnnetz, aber ich denke, es geht auch so. Ich hab noch eine List. Gut, ja, ich weiß, müsste ich ja theoretisch haben. Hab den da weg, wenn du schaffst. Machst du Aufklärung oder soll ich? Danke. Ich mach erstmal mach... eine, oder? $10. Das war die so, achso, du hast schon ein Panzerbasis, okay, ja, dann machst du natürlich. Weil meine sind scheiße teuer. Ah, Achtung, pass mal auf mit Panzerbau, warte noch, bis ich ein bisschen Luftabwehr gebaut hab. Ja, ich kann ja hier drüben schon Panzer bauen, oder? Wobei du den Aufklärer, ja, den Aufklärer vielleicht in den Wald oder so. Hab ich schon. Gut, wir sollten den so schnell wie möglich wegbomben. Das Nachschubdepot, weil sonst lohnt sich's am Ende noch, es wäre peinlich. Ja, fahrt zum nächsten Wald. Okay, wir nehmen bis vorrücken, einfach vorrücken, der hat glaubt noch zu wenig Hurricanes, meine Luftabwehr rückt schon mit. Ich glaube, wir können den einfach nur überrennen. Ich hoffe es mal. Ich schicke gleich noch eine 8-8 mit, da sollte es eigentlich echt problemlos ablaufen. Ach ja, für die Zuschauer, es tut mir leid, ich bin leicht erkältet, aber ich denke, das stört die wenigsten. Habe ich mein Maschino geil positioniert bekommen? Oh, das ist geil. Ja, bei uns läuft es, glaube ich, generell auch gut. Ich hoffe, ihr werdet nicht überrannt. Lass mal den einen durch die Mitte fahren, vielleicht bringt das ja was. Ich gebe dir mal noch einen Pfanner, weil du hast da einen Terror drauf. Guck mal, habe ich mein Maschinen geil platziert. Jetzt mache ich dort einen Blitz drauf und einen Pfanner. Achtung, fahr mal nur nicht über die Brücke, sonst löst sich das Pfanner auf. Nee, ich habe schon eingesetzt. Achso, okay, ja, dann ist okay. Habe ich schon 8-8 gebaut? Nee, machen wir noch. Okay, ihr müsst einfach nur gucken, dass ihr nicht überrannt werdet, aber es sieht doch eigentlich recht gut aus. Mit den Franzosen? Naja, ist nicht schwer. Nicht schlecht. Ich denke, das wird hier sogar... Ich denke jetzt mal, dass wir nicht direkt durchkommen, aber wir haben auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel Schaden angerichtet. Guck mal, da kannst du zwei Trucks snipen, falls ich schaffe. So, ich baue mal die Luftabwehr hier weiter rüber. Beziehungsweise stell sie mal weiter rüber. Muss nur gucken, dass meine 8-8 nicht abgefangen wird, das wäre peinlich. Ansonsten läuft's eigentlich, oder? Nachschub läuft gut, wir werden nicht überrannt. Guck, dass ihr keine Fallschirmjäger oder sowas reinkriegt. Das ich hab den Gegner verarscht. Ah, genau, stimmt, da ist ja einen oben rumgeschickt. Sollte ich nur aufpassen, dass der jetzt nicht von Jagdbombern auseinandergenommen wird. Der zweite kommt schon hinterher und ich habe nochmal zwei nachgeschickt. Sollte schon klappen. Okay, gut. Du hast nur, ich brauche deinen Aufklärer. Genau, den Aufklärer, der Penner hat da rechts. Wäre vielleicht gut, wenn du ihn auch in den Wald hier reinstellst. Der steht hier drüben. Ach, da drüben, okay. Vielleicht primär auf Nachschubdepot, beziehungsweise noch besser aufs Flugfeld gehen. Du oder ich? Du, mit deinem Biss, weil das HQ kriegst eh nicht zerstört. Doch. Achso, ja, da schieße ich schon drauf, der ist mir zu blöd wegen der Reichweite. So, ich baue mal unser Nachschubdepot da vorne, es sollte sowieso relativ safe sein. Ah, Biss, kleiner durch Luftabwehr und 8-8. Ach ja, das haben wir gerade eben erwähnt, für Leute, die in Ulm wohnen. Das war jetzt eigentlich eine spontane Idee, aber es könnte sein, dass ich so ein Mini-Abo-Treffen in Ulm mache. Ende November. Bin ich nämlich dort mit meiner Klasse. Also ich werde dann wahrscheinlich dort nur 2 Stunden oder so, wo ich Freizeit hätte. Das lohnt sich nur für Leute, die wirklich aus Ulm kommen. Und da gibt es ja ein paar Leute. Neu-Ulm geht natürlich auch. Ist ja nur die Donau dazwischen. Okay, hat nicht so gut funktioniert. Schade. Ja, kein Problem. Wir haben hier Map Control of Doom jetzt. Und hier rechts kommt man ja auch recht gut durch.
habe das Bedürfnis, Nachschubprognosen zu bauen, aber die sind nicht gut platziert. Ja, das ist auf der Map generell schlecht. Wir könnten vielleicht mal gucken, dass wir Air Control ein bisschen verbessert kriegen. Ah, da haut er mir jetzt meine 8-8 weg. Hab's doch gewusst. Na, ich wusste, dass er das macht, das war mir nicht klar. Hab ich doch vielleicht einen Tick zu wenig Luftabwehr. Soll ich Luftwaffe bauen? Ja, ich baue auch gleich nochmal Luftwaffe. Ah, schade, sein Flieger dreht richtig rum weg. Ah, Mann, meine Luft dafür versagt gerade vollständig. Oh, fuck, da fällt mir gerade ein, jemand sollte da mal ganz schnell ein Tarnnetz draufpacken. Ich habe keine Lust mehr. Irgendwer, Scheiße. Weil ich habe da einen Truck und der wird wahrscheinlich gleich abgefahren. Danke. Hurricanes sind fake. Oh, da fällt mir gerade eben ein, wir brauchen vielleicht doch, mein Franzose war nochmal, Mr. Blade, wir brauchen vielleicht nochmal ein paar Truppen, weil der wird da jetzt mit bis plus 8 Achten kommen. Also, ja, mir sieht es gerade schlecht aus mit Geld, weil ich muss jetzt nochmal Biss bauen, heißt Luftwaffe, das ist Aua. Würdest du mal hier wieder zwei Trucks snipen? Oder eins? Ich baue mal sicher jetzt aber noch eine 8-8. Also ich wäre froh, wenn wir relativ schnell in 42 ankommen würden, aber ich glaube, das kannst dauert. Kannst du da Infanterie reinpacken? Gute Idee, könnte ich auch noch machen. Kaserne ist generell kein Fehler. Gut, der Fokus sich jetzt erstmal auf meine Luft. Ja. Das soll er ruhig machen, das da. Solange. Sind nur 40 Dollar. Ja, eben, es sind nur 40 Dollar dafür, dass ich ihn relativ lang aufhalte. Das ist sogar echt okay. Wobei ich ihn jetzt gar nicht so lang aufgehalten habe, traurigerweise. Egal, meine Kaserne ist noch nicht unterwegs. Aber meine 8-8 ist auch gleich da. Zurück. Ja, ich versuche den Ding noch ein bisschen zu micron. Den Siegfried. Guck mal, wenn du deine Flieger hast, kannst du hier mal drüber gehen. Ich gebe dir Spion drauf und dann kannst du die wegsnipen. Die Biss vielleicht gesammelt irgendwo beim Siegfried aufstellen, nicht einzeln reinrücken lassen, das ist immer ganz schlecht. Naja, der soll ja seine Range ausnutzen, ne? Bringt den das ja auch nicht. Achso, ja, ich kann hier mal Luftzufahrt geben. Der schluckt ja nicht so viel. So, ich glaube, der Feind zieht sich zurück. Ich baue jetzt auch mal ein STKFZ noch. Problem ist halt echt, wir haben keine Luftüberlegenheit. Das bringt uns gerade auf Dauer um. Ich tag jetzt diese Wiesen, die D520. Genau, gut, das lohnt sich sogar noch eigentlich. So, der kommt eh nicht, sobald er in Reichweite ist, mein Ding anzugreifen. Oh, fuck. Doch, er kommt in Rage. Scheiße, ja. Egal, ich hab meine 8-8, die ist ja ungefähr genauso gut. Jetzt geil, dass die Dinger 600 Meter haben. Das Knife, snap die weg, snap die runter, Mr. Snip. Nach der 8, aber ich glaube, die 600 Meter gelten plus für er. Nee, auch für Panzer. Ah, auch für Panzer. Stimmt, genau, das habe ich neulich schon mal richtig Probleme gehabt. APT-88. Mobile 8-8 von den Italienern in der Prototypenbasis. Mobile 8-8. Wieso auf Truck steht die 8-8? Ja, ach die so. Die finde ich richtig Hammer. Weil die einfach nur so schnell ist. Und ne, 600 Meter ist nicht schlecht. So, jetzt haut mir wahrscheinlich gleich meine. Die kostet nur halb so viel, die kostet nur 25 Dollar oder so. Scheiße, ich habe zu spät eine Funkstelle draufgepackt. Gut, wir haben jetzt gleich ein Problem bei uns drüben. Wir brauchen echt. Leute, könnt ihr mal eure Jagdflieger zu uns schicken, wir werden die ganze Zeit von Luftwaffe auseinandergenommen. Ich glaube, ich sollte aufhören, welche zu bauen, bau lieber Biss. Du hast kein Geld für den Siegfried oder so? Den Doch, ich habe Geld für den Siegfried, aber wenn die halt die ganze Zeit Luft. Okay, gut, doch. Waffe spam, dann ist das halt echt übel. Brite plus Franzose schon etwas ätzend. Erst recht, wenn er gerade Artillerie auf uns zurückt. Und das ist nur halb so wild, weil ich baue gleich nochmal ein Stück. Der nicht, Panzer, wenn er mal eine Panzerbasis zerstört, dann ist es sehr wild, glaub mir. Oh ja, gut, das ist ein Problem. Gut, perfekt, weil er kämpft jetzt mit seinen ganzen. Ah ne, der hat auch Spitfires. Moment, ich gebe dir mal einen Fanner. Ah, Fanner ist schon drauf, scheiße. Okay, das war jetzt unnötig. Hast du vielleicht doch einen frei, Mr. Snip? Ich baue mal noch ein bisschen Luftabwehr, dass wir eine Verteidigung haben. Die fand ich ein Biss. Ah, die Map, da wird immer so krass gecampt. Ich liebe es manchmal. Und manchmal hasse ich es. Meistens hasse ich es, aber jetzt momentan finde ich es gut. Sollte ich noch eine Panzerbasis nach vorne? Ja, wo ich vorne. Guck mal, da kommt wieder ein Truck, Mr. Snip. Hab ich gesehen. Versuche ihn auch mal wegzusnipen. Okay, du hast ihn schon. So, ich hoffe es einfach mal, dass er mit der Artillerie nicht meinen Bunker trifft, beziehungsweise, oh, ich hoffe einfach nur, dass meine Infanterie jetzt nicht... Nein. Dann komme ich mal nach. Halt, nicht vorrücken, bleib stehen, bitte. Du stehst nämlich in der Baureichweite von meinem Bunker. Ah, perfekt, okay, jetzt kannst du wieder vorrücken. Entschuldigung. Kein Problem.
Ja, für eine 10 Dollar Artiobjektion sinnvoll. Oh, scheiße. Oh, er baut Flachs, ich sollte schnell nochmal reinfliegen. Obwohl ich Last gewonnen. Nee, der ist mir zu teuer. Fliege. Hast du nicht Panzerartillerie? Bau doch die Stuck nach vorne. Mein Stuck? Die ist auch für die Artillerie gedacht. Ich war nur gerade ein bisschen damit beschäftigt, dass mein Bunker gebaut wird. Ich war schon leicht panisch. Schon gut, dafür bin ich da. Solange ich noch lebe. So, also Leute, wie erwähnt, wenn eure Luftwaffe nichts tut, lasst sie bei uns kreisen. Ich habe inzwischen sogar ein bisschen Luft dafür gebaut. Noch ein paar Flieger, dann kann ich die blöde 8. Macht er eigentlich mit meiner 8-8? Mit meiner Infanterie, meine ich. Ah, ich kann sie in den Wald einstellen. Hoffentlich funktioniert das. Ja. Oh, das sind. Oh, der Feind hat bei uns auch Luftabwehr. Okay, vielleicht die Luftabwehr stärker defensiv einsetzen. Beziehungsweise ich baue mal noch eine Handvoll Stucks. Dann kriegen wir da die Luftabwehr auch raus. Ja, das Luftabwehrproblem hat sich gerade eben erledigt. Also ihr könnt Luftabwehr wieder über unsere Base schicken. Wäre sogar sehr gut, wenn... Guck mal, hier kommt der anscheinend durch. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen stärker auf Luftabwehr, weil das werden wir auch noch später brauchen, 42. Haben wir eigentlich einen Ami? Nee, wir haben Deutsche und Franzosen nur. Ach ja, deutsch-französische Partnerschaft. Ach ja. So, gut, mein Siegfried hält da eine Weile, aber der Held hat auch nicht alles auf. Ich hoffe, du bereitest dich für ein paar kleine Tiger vor. Tiger-Rush? Nein? Nein, eher ich bereite mich darauf vor zu überleben. Ah, also mich verrecken lassen, alles klar. Nee, nur deine Panzer. Ja. Yay, da hat er jetzt ein bisschen gefailt, weil da schickt er gerade eben die Luftabwehr dadurch, wo mein SDKFZ steht und dann kann die tatsächlich auseinandernehmen. Guck mal, da ist schon wieder ein Flieger. Ich setz eh nur einen Mann in den Panzer. Und du sogar was bei den Dingern drin. Bist der Sniper, da sind wieder zwei Trucks, falls du dich snipen kannst, willst. Ich muss meinen Siegfried so positionieren, dass der Feind auf keinen Fall über die Brücke da rauf feuern kann. Wer leckt eigentlich die ganze Zeit so leicht? Keine Ahnung. Aber das Gute ist, der Feind hat sich jetzt dran gewöhnt, Luftangriffe zu fliegen und langsam aber sicher. Bitte sag mir, er schießt mir. Oh Gott sei Dank, also hat er nicht mehr Siegfried. Ich weiß nicht. Ich habe ja inzwischen sogar 4 Flaks, da hinten stehen ja nochmal 2. Oh Gott, das wird jetzt wahrscheinlich meinen Siegfried kosten, wenn Scheiß läuft. Gott sei Dank. Klappt's nicht so, oder? Nee, aber er hat's irgendwie verpasst. Ah, nein! Er hat meinen Siegfried in der letzten Sekunde zerstört. Ach komm. Heute läuft's echt noch nicht. Heute habe ich schon Pech. Gut, es hat auch ein bisschen was mit Skill zu tun. Gebe ich zu, aber. Aber bei Rewe läuft's immerhin. Ja, ich mache jetzt den finalen Push ins Klapp. Komm, dann helfen Sie denen, dann können wir nochmal pushen. Oh fuck, meine Panzer braucht los. Ich glaube, es war keine gute Idee, nebenbei auf Luftwaffe zu gehen. Nee. Ja, bis. Warte, die Französischen hatten. Die hatten, ja, Panzerung. Was ist eigentlich mit unserem ganzen Ding passiert? Mit unseren ganzen Panzern? Werden die durchgängig ausgeschalten oder von der Luftwaffe? Scheiße, los. Der SDKFZ läuft gerade ein bisschen amok. Oh. Da drüben. Scheiße, aber jetzt wird ausgeschaltet. Der hat die ganzen Jagdbombe drauf angesetzt. Ach, da hat er mich schlecht gesehen. Ja, der hat die Gegner. Der hat sich definitiv gelohnt. Der hat immer mal wieder Luftabwehr ausgeschaltet und so Stuff. Wie meine Biss da vorne, die zwei. Ja, die immerhin, sie halten den Feind auf, das Wichtigste. Ich hoffe jetzt einfach, dass er nicht vorrückt. Das wäre halt echt übel. Ich glaube, ich sollte aufhören, den letzten Mal den Biss zu bauen, oder? Oh, Leute, wir brauchen echt. Okay, ihr kriegt jetzt wahrscheinlich die ganze Luftwaffe vom Briten ab. Auf der Seite. Aber ich denke, ihr rusht da gerade einfach durch. Das bedeutet, wir sind gerade relativ in Sicherheit. Ja, dann kann ich 8 Achten bauen als Verteidigung. Geh dich mal ein Stück zurück mit deinen Stucks, damit die nicht kommen. Ja, ja. Die sind schon so positioniert, dass er über, über den Fluss nicht angreifen kann, mehr oder weniger. Wir müssen jetzt die Scheiße in 1 Minute nicht länger ziehen, der König hier. Wie hießen die Dinger? Ich kann dann alles Mögliche bauen. Du kannst zum einen gute Panzerzerstörer bauen, du kannst auch Saus bauen gegen seine Artillerie. Und, ich kann logischerweise Tiger bauen. Gut ist, durch meine Stucks kann ich relativ problemlos seine Artillerie ausschalten, deswegen meine 8-8 halt noch effizienter. Schön auf die Brücke, Jungs! Ist immer eine gute Idee, auf die Brücke stehen. Ging auch noch nie nach hinten los in der Geschichte. Eine Artillerie wegschießen. Oh, es funktioniert gut, ne?
Ja, vor allem kannst du den jetzt gleich noch hinterher. Ah, ihr wollt. Er hätte sich zurückziehen sollen einfach. Jetzt hat er auch noch Fanatismus drauf, das ist ein Untergang. Dam, dam, dam. Irgendwie hat heute schon jeder seinen Angriff verkackt, zumindest auf unserer Seite. Jetzt rechts läuft schon bedeutend besser. Das Hauptquartier ist kaputt. Tschüss. So, das war's. Da wollte er es unbedingt noch. Ja, der will mir meinen 8-8 snipen, aber das ist nicht so schlimm. Oder der erste kapituliert. Jetzt ist die 8-8 von mir einmal angehittet, schön. Nicht mein Flugfeld, ich hab keine Kaserne. Wichser. Option, Köln auf Gebäude aus, übernehmen, danke schön. So, ah, wir haben 42, Gott sei Dank. Also, Tiger. Guck, scheiße, nur 3 Stück. Ach du Kacke. Ich hab Feuer auf Gebäude ausgemacht, ich hab getrittert. Okay, gut, also das hast du unter Kontrolle. In dem Fall baue ich mal noch einen Panzer 4. Ich bräuchte hier drüben nochmal Luftunterstützung, ich bereite mich nochmal auf den Push dann vor. Ach, seid ihr rechts? Okay. Aber es sah doch gerade echt gut aus, was passiert, die Luft war vom Feind, oder wie? Ja, ja, auf einmal kam machen alles. Machen wir wieder die Biss-Tiger-Welle? ja, wir brauchen unbedingt Luftwaffe, sonst bringt das alles nichts. Ja, ich kann nicht auf alles gehen. Ich weiß. Es kann auch sein, der Feind geht auf Left Lease. Also das Gute ist, du bist Franzose, du kannst Franzosen countern, relativ witzig, weil du kannst mit deinen Saus die Left Lease countern, während ja, man die Saus nicht countern kann. Nicht wirklich, zumindest. Aber die machen ja auch nur in speziellen Fällen Schaden. Ich würde also sagen, ich gehe auf Sau und die Bitte bei uns haben nicht kapituliert. Nice. Wer hat die Kaserne kaputt gegangen? Meine? Meine Kaserne, meine. Ah, ne, du bist jetzt ein mit falscher Mega. Oh. Sorry, der Panzer 4 war echt nur dafür da, um dich zu schützen. Ja. Das ist ungefähr so, wie wenn die Amerikaner ein Gebiet stabilisieren wollen. Ungefähr so kannst du dir das vorstellen. Also Leute, es war nicht so geplant, dass wir euch wegbomben, aber ist dann halt am Ende so passiert. Ihr kriegt auch keinen Ersatz dafür. Dafür nehmen wir nur euer Öl. Puh, Öl. Okay, gut, eigentlich ist die Sache gewonnen. Eigentlich ist es traurig, dass wir noch nicht gewonnen haben. Wir sollten es jetzt echt mal schnell unter Kontrolle kriegen, wobei du gar nicht so viel Saus bauen musst, brauch mal lieber noch Leflis. Ich verlange die ganze Zeit von dir, dass du Dinge baust, ohne dass du... Oh yeah. Haben wir eigentlich Aufklärung? Ja, aber das steht zu weit hinten. Ja, den brauchen wir ganz dringend, so springen mir meine... Aus Sicherheitsgründen... ...paar hundert Meter Reichweite überhaupt nichts. Ja, unsere deutschen Unterstützung, die uns immer so fleißig hilft und uns die Flugfelder kaputt macht. So, ich geh jetzt mit meinen Tigern ganz schnell auf die Saus. Geht auch auf Saus, Alter, ist das dein Ernst? Ja, natürlich, das macht der Franzose immer. Vor allem, wenn ich auf 8-8 gehe, dann bleibt ihm ja relativ wenig übrig. Also, dann muss er ja quasi auf Saus gehen. Das ist ja so ein ungeschriebenes Gesetz. So richtig böse Counter für den Deutschen. So. Ich wollte eigentlich vorher ein Gefecht kommentieren, das war auch relativ interessant, aber ihr habt mich ja davon abgehalten. Ja. Mit was nicht gutem Recht. Weil wir sowas von wussten, dass du was kommentierst. Ja, das ist, ich habe bemerkt, ich habe so lange kein Video, kein Replay mehr kommentiert, dass die Leute die Aussage, ich kommentiere ein Replay, nicht mehr akzeptieren. Die sehen es einfach nicht mehr ein, dass es so ist. So, jetzt räumen wir mal mit der ganzen Luft da wieder auf. Das wird ein Spaß. Warte, nicht mehr feuern. Ja, habe ich schon. Erstmal anhalten und Feuer. Oh, gut, du bist fuck, wieso habe ich die 8-8 jetzt ausgewählt? Ich finde natürlich Stucks. So, du nimmst hier drüben alles ein? Ja. Gut, ich hatte einfach meine Tiger haben eine höhere Reichweite als seine Einheiten. Das bedeutet, dass er sich da hinter der Brücke verkämpft, bringt ihm schlicht und ergreifend gar nichts. Und ich hab Biss als Achtung, wir kriegen jetzt die Luftwaffe ab. Und ihr geht auf deine Tiger. Der Typ ist was habe ich getan? Ich habe Terror draufgepackt, ich Vollidiot. Der geht auf meine Sau, Vollidiot. Braucht ihr nee, geht auf meine. Wir brauchen okay, Luftwaffe, das brauchen wir. Okay, noch eine Sau, noch ein Tiger. Okay, das wird nichts mehr. Ah, vielleicht kriege ich einen Hurricane abgeschossen? Ja. Krieg ich das Luftfeld? Micromanagement, wuh. Ich hab nichts Schöneres als Luftabwehr, Micro. Das ist mein Luftfeld da hinten. Wer schneller ist. Zurück. Der ist unfair. Am besten können zurückziehen. Nee. Leute, könnt ihr bitte uns eure gesamte Luftwaffe schicken, weil wir sind gerade beim finalen Angriff. Lass mich bauen, lass es mal. Mit dem Mr. Snip, bitte. Einmal Luftwaffe zu mitnehmen. Weil wenn die Luftwaffe nochmal über uns drüber fliegt, sind wir tot. Lass es, dann kann ich auch Kubis bauen. Ich hab ja kein Flugfeld mehr, ich weiß nicht warum. Oh, das ist... Achso, du meinst. Ah, ja, das war so ein bisschen. Ja. Es war ein Unfall.
Unfall. Du warst ein Unfall. Es war wirklich ein Unfall. Ich wollte das jetzt nicht. Ich muss nicht vorrücken, wenn meine Tiere so eine hohe Reichweite haben, dass sie die auch von der Distanz hier angreifen können. Übrigens, kleiner Tipp am Rande, wenn ihr 288 habt, dann müsst ihr unbedingt Hurricanes manuell auswählen, weil dann feuern beide gleichzeitig auf einen Flieger und der stirbt dann auch zu 100%. Ich hab 8 Listen. Gut. Dann gib uns mal einen Fanatism. Hör auf dieses... Juhu! Der geht aber wirklich nur auf die Tiger, man merkt das. Ja, ist auch klar, die Tiger sind ja auch kosten mehr und haben dieselbe Panzerung. Also ist natürlich der Angriff auf Tiger. Ich hatte schon Idioten, da dachte ich mir, warum geht der auf die Bus? Ich gehört habe auch die Luftunterstützung. Ja, durchaus. Fand ich Luftwaffe ist unter anderem ein Problem. Also eigentlich ist das einzige Problem seit Anfang des Gefechts. So, die Franzosen kommen jetzt auch mal. Schön. Ja gut, musst du sagen, dass die... Ja, okay, die haben zwar jetzt das Geld von zwei Spielern, aber die zwei Spieler sind... Eiko? Ja? Deutsche Tiger kommen. Ja, ich habe auch deutsche Tiger, aber die werden leider von Hurricanes auch irgendwann mal auseinandergenommen. Das Gute ist, solange die Hurricanes einzeln reinschickt, kann ich die mal abschießen. Und zwei neue deutsche Tiger kommen auch noch hinterher. Okay, gib mir langsam auf den Sack, ich baue jetzt nur mal ein Flugfeld. Meine 8-8, die lohnen sich dermaßen, das ist richtig schön. Wobei er auch keinen Gedanken daran verschwendet, meine 8-8 anzugreifen. Das ist halt echt leichtsinnig von ihm. Er hat schon genug zu tun, denke ich mal. Ja, würde ich jetzt auch mal behaupten. Schreien und weinen. Nein, Sau nicht schießen, das ist nicht gut. Ich finde, danach kommt man noch eins machen, das ist ja so gut gelaufen. Nee, ich muss mit Yannick jetzt dann doch das Infovideo aufnehmen. Weiß zwar nicht mehr, was für ein Infovideo, aber es scheint anscheinend wichtig zu sein. Außer sterben musst du ja gar nicht. Muss schon einen Sinn ergeben. Oh, da muss ich mal ein paar Leute fragen, was ich tun muss, außer sterben, wenn ich mal eine Woche kein Rouge hochgeladen habe. Leute haben sich schon Sorgen gemacht, dass ich gestorben wäre, weil ein paar Tage kein Rouge kam. Gut, ich war auch sehr, sehr inaktiv die letzten Tage, muss man zu sagen, aber ich hatte Klassenarbeiten auf Doom. Ich bin in der Ausbildung, bin überhaupt keine Zeit mehr, überhaupt sowas nachzuschreiben. Ja, also ich habe, ja gut, ich mache ja dieses Jahr mein Abitur, dementsprechend bin ich halt echt hart beschäftigt, aber ich krieg's noch irgendwie hin, wenigstens ab und zu mal was hochzuladen. Französische Luftwaffe kommt wieder. Ich muss mal meine Faulheit überwinden und mal diese Replays rausfiltern. Ich muss zum Beispiel noch ein... Ich muss noch das Logo erstellen für unser Abi-Motto und weiß Gott was alles. Lauter Zeug, wo ich irgendwie dazu verdonnert wurde, wo ich überhaupt keine Zeit habe. Weil du den einzigen fähigen PC hast wahrscheinlich. Nee, weil ich der Einzige in meiner Klassenstufe bin, der sich halbwegs mit Photoshop auskennt. Ich musste auch für Spanisch damals irgendwie alle Videos schneiden, als wir so Videoprojekte machen mussten. Also das war echt stressig. Also das einzige Mal im Leben, dass ich gut in Spanisch war. Gut. Ich habe eine 0,941er. Yay. Effektiver 2,74. Das meiste davon waren wahrscheinlich Frags. Artilleriebasis 621. Woo. Waren aus der Artilleriebasis. Also der hat sich am meisten gelohnt. Alter, ich habe so viele Panzertote. Oh je, ich habe auch so viele Siegfrieds verloren. Naja, gut. Dann meine Lieblingseinheit Flak, 20mm. Oh je, da weiß ich einfach, das Gefecht war traurig, wenn dein Lieblingseinheit Luftabwehr ist. Da weißt du einfach, du wurdest die ganze Zeit zusammengeschossen. Aber gut, dann war es jetzt soweit von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Adieu.